Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Die Collection heißt Legacy of Thieves. Ich glaube, End of Thieves hieß das. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen. Nee, das, genau, da war das Seil und links unten war, glaube ich, Zielen, genau. Ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, wie man so gar nicht erkennt gerade. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir unseren Bruder retten müssen. Sally. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon, hier lang. Ja, und das neuerliche Ruckeln, was hier drin ist, wird hoffentlich bald vorbei sein. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da vorne. Allerdings weiß ich nicht genau, wann. Also diese Woche sollte der PC, der neue, eigentlich ankommen. Ducken, ducken wir hier. Nein, duck dich doch! Was bist du für eine Flasche? So, jetzt endlich. So. Was kommst du mir jetzt auf einmal hier rein? Waren das alle? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nein. Ich wollte eigentlich nicht wechseln. Oder hat er jetzt nur aufgeladen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Denn jetzt hier? Hallo? Ich wollte mich hier gerade ransetzen, damit ich dagegen schießen kann. Da oben ist ein Geschütz. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn da zu dem? Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich da jetzt hinlaufe, habe ich noch, doch, ich habe noch Granaten, ne? Wie kann ich die nochmal? Ich kann nur zwischen Pistole und Dings wechseln. Ja, wo ist denn das Auto? Blödmann. Lauf doch mal schon mal rüber. Nee, da zielt der auch nicht drauf. Junge, wo ist das Auto? Sag mir doch einfach, wo das Auto ist. Müssen wir an denen vorbei und dann da geradeaus oder was? Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt ein zweiter oder ist das der gleiche? Was sagt ihr? Kann er mal vernünftig sprechen? Ich verstehe hinten nichts. Ja, wir stecken in der Scheiße. Toll. Sag mir doch einfach, wo wir hin müssen und was ich tun muss. Und dann mache ich das. So. Das Geschütz kann ich ja jetzt nicht ausschalten, so wie es aussieht. Versuchen wir jetzt einfach mal durchzugehen. Nein, geh nach links. Da sind auch welche drin. Wegen die Treppe rauf. Und hast du Spaß?
Ey, ich schieß auf den und der kann mich die ganze Zeit... Willst du mich jetzt hier veräppeln? Stell dich bloß nicht so hin, dass du auch schießen kannst. Schießt der jetzt hier hoch, oder was? Nee. Müssen wir denn hier übers Dach? Ich denke schon. Oder wo ist der denn jetzt schon wieder abgeblieben? Ich denke, ich soll hier die Treppe hoch. Hallo? Alterchen? Wo bist du? Kommst du auch mal hoch? Er hat doch gerade noch... Achso, da ist... Warum versteckt er sich denn dahinter? Jetzt komm doch mal. Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Mann. Oh. Scheiße. Muss ich denn da rum? Kann ich da rum? Ich weiß nicht, kann ich da oben? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich da hoch? Ich könnte theoretisch auf das Grüne draufspringen. Frage ist, bringt uns das was? Ach, endlich kommt er mal. Zeig mir doch mal den Weg, wo wir hin müssen. Langsam wird es nämlich echt albern. Also doch da hoch. Okay. Ach, da ist das Auto. Das ist doch. Komm mit. Alles gut. Fahr. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Taste. Einfach immer nach unten. Genial. Oh. Da sind noch mehr. Da war die Bremse. Ja, dann schieß sie doch mal ab. Oh. Ich wollte die eigentlich überfahren, aber es hat nicht geklappt. Ich glaube, fahren ist besser als überfahren. Ach, Himmel. So, Moment. Mach mal die Schrottkarre aus dem Weg raus. Boah, das... Weg da! Nicht gut! Geht weg! Hahaha, jetzt habe ich euch verarscht! Muss ich da überhaupt hin? Ich weiß es nicht, aber ich fahre woanders hin. Ah, diese Steuerung mit dem Controller, ne? Das ist so... Nein, sie kommen uns wieder entgegen! Ach komm, kann ich da nicht durch? Ich wollte hier abkürzen. Doch, ne? Komm, fahr. Weißt du, du musst dich hin. Ja, ich gebe mein Bestes. Doch, ich muss hier das Auto, mit dem ich stehe, mir doch im Weg. Oh, ich glaube, das war die falsche Strecke. Entschuldigung. Ich muss hier durch. Ich habe keine Ahnung. Der hat nur gesagt, ich soll mehr runterfahren. Mann, das war echt eine tolle Idee, ne? Ja. Willst du fahren? Nein, du machst es. Mist. Ich fand auch, dass es eine tolle Idee war. Okay. Hier. Oh, oh, Leute, jetzt geht mir doch mal aus dem Weg hier. Ja. Ab die Gangschaltung. Komm schon, los, weg hier. Los. Oh, da kommt er schon wieder. Nein. Oh, fahr, fahr, fahr. Ich fahr da mal. Genau. Entschuldigung. Hey, die Treppe. Welche Treppe? Wieso sagt er zu mir, hey, die Treppe hoch? Ich denke, wir sollen vor allen Dingen... Oh, das ist aber keine Treppe. Scheiße. Boah. Geht mir aus dem Weg. Boah, ich denke, wir sind gleich tot. Das gibt's doch nicht. Das Auto muss doch Schrott sein, echt. Da unten kommen wir doch wieder an diese Idioten hin. Ja, kommen wir. Was seid ihr für Vollidioten? Scheiß Staus hier. Aber wo soll ich denn hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich da... Ich muss nochmal hier durch, Entschuldigung. Ist hier eine Treppe? Ich kann die... Doch, die Treppe hoch, ja. Er hat doch gesagt...
die Treppe hoch. Oh. Warte, Ray will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du echt? Ja. Aus dem Weg, es kommt gleich ein Panzer. Entschuldigung. Ja. In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Ja. Die Liste wird länger. Befürchte ich auch. Oh! Wow! Fuck! Das ist ein Geländewagen. Fahr rum! Festhalten! Hier, das ist ein Geländewagen. Fahr rum! Entschuldigung, ich muss mal eben hier durch. Hören Sie mal kurz auf zu baggern. Ja, du mich auch. Okay. Daran soll der Laster mal vorbeikommen. Nö, der nimmt einfach die Abkürzung. Das war so klar. Nach rechts, nach rechts! Keine Angst, ich schaff das. Aber nicht ohne Verluste von den ganzen Gebäuden hier. Oh, scheiße. Und von den Autos. Heilige Scheiße. Ja, hab ich doch gesagt. Da müssen wir hin. Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Oh Gott, ich will das nie wieder machen. Das Nächste, was ich hier mache. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung. Folge einfach diesem Konvoi da. Mann, Mann. Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch. Also, wohl noch nicht. Nein, nein, geh doch. Und jetzt? Oh. Au. Sorry wegen der Hühner. Nate, wir müssen uns beeilen. Deswegen kann ich auch keine Rücksicht auf Hühner nehmen. Da sind sie. Wo? Willst du wie wir Sam erreichen? Noch nicht, aber die Straße ist gleich zu Ende, Kleiner. Ich weiß, ich weiß. Oh, Nate. Oh. Nate. Ja, ich geb doch mal ordentlich Gas. Nein, falsche Taste. Nein. Hä? Ich konnte mich nicht einziehen. Was war das? Ach so, ich sollte mich nicht einziehen. Ich sollte... Oh, Mist, Mist, Mist. Au. Wieso kann ich mich nicht kürzer machen? Oh, warum schieße ich? Oh, scheiße, ich will hoch. Wieso will er mich nicht kleiner machen lassen? Jetzt zieh dich doch endlich da hoch, du verdammter Idiot. Mist, Mist, Mist. Er zieht sich nicht hoch, was soll das? Oder soll ich... Ach so, ich soll an der Seite wahrscheinlich vorbei, oder? Also... Ich mache alles, wie ich es normalerweise mache, aber es funktioniert nicht. Also man kann sich am Seil nicht hochhängen. Ich weiß nicht, warum. Nein, ich will nicht... Jetzt auf einmal... Willst du mich veräppeln? Wieso bin ich jetzt auf einmal auf der Waffe? Ich schieß nicht auf mich. Ich kann ihn nicht sehen. Ich habe aber nicht mehr viel Schuss. Und wieso kann ich meine normale Waffe nicht nehmen? Ja, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Super. Geil. Und jetzt? Soll ich denn jetzt da reinkommen? Ach so. Ach so. Hätte ich das vorher schon machen können. Geh rein, komm. Nein. Wieso springt der da runter? Ja.
Kommt der auch mal hinter uns? Also neben uns? Vorne kann ich den schlecht treffen. Na, komm. Wie schießt denn da die ganze... Achso, das ist von der anderen Seite? Das Auto explodiert gleich, Leute, das wisst ihr? Ja, offenbar ja. Schön. Ja, du sollst da drauf! Auf dein Fahrzeug! Okay, also wahrscheinlich war das irgendwie der Plan. Dass wir da hinterherfahren. Und nicht auf dem Ding draufbleiben, verstehe. Ich hab links gedrückt. Das war richtig. Wieso ist der nicht da reingesprungen? LB ist doch links 1. Auch wenn sie das immer so bescheuert sagen. Ja, geh da hoch, los! Wieso nimmt der nicht die Waffe, wenn ich auf die Waffe drücke? Das Grüne, dann nehme ich mal an, ist mein Bruder, oder? Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo er jetzt hin ist. Da. Nein! Oh, shit. Ich muss hier raus. Hallo, hier ist nichts. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Verdammt, das ist nicht gut.
Och komm, ernsthaft. Achso, ich darf ziehen. Geht doch. Heilige Scheiße. Ja. Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunisten-Piraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Ups. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich
machen, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und er wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen.